gleich Licht an. Aber wir fangen trotzdem schon mal an. Im Dunkeln, dann geht plötzlich das Licht an. Das ist auch spannend. Guten Tag, Herr Gucci. Schönen guten Tag. Du siehst ja toll aus. Das ist ja sehr mutig, so ein T-Shirt zu tragen. In heutiger Zeit, in der Situation. Das stimmt, ich bin aber mutig. Das mache ich einfach. Aber das deswegen wende ich aus dem Dunkeln noch und zack. Sieht toll aus. Oder? Ja, jetzt, kriegst du von vorne auch noch Licht. Ja, bam. Ah, immer. Bei Filmaufnahmen von hinten Licht und von vorne Licht. Das weiß ich von meinem Stream. Und deshalb möchte ich gleich zu Beginn ankündigen, dass ich am Samstagabend, liebe Zuhörer, Schauer, schön, dass ihr alle da seid. Am Samstagabend werde ich, am Sonntagabend, Entschuldigung, meine Yvonne. Am Sonntagabend, um 7:45, glaube ich, so ungefähr. Primetime. Ja, dachte ich so. Finde ich geil. Ja, ich glaube mal. Ich habe so viel Material zusammengesammelt, über das man so reden kann. Da könnte man dann vielleicht auch die Bilder dazu zeigen, zu dem, was man heute so, worüber man so heute reden möchte. Ja. Denn ist ja viel passiert. Wie geht's dir denn erstmal zu Beginn, lieber Boris? Also mir geht es eigentlich, ich bin zweigespalten. Auf der einen Seite habe ich ein sehr frustriertes Leben, was den normalen Beruf angeht, weil das wirklich alles so anders von anstrengend ist und so. Ich habe mit so vielen Menschen zu tun, wo du wirklich denkst, die haben, als ob da irgendwas in der Spritze war, ich weiß es nicht, irgendwas geht's denen, also die reden so viel, die Menschen reden so viel Unfug, die sind so unzuverlässig, es wird so viel rumgelabert und gefaselt und diese ganzen Menschen, die von nichts eine Ahnung haben und trotzdem viel reden und so, das geht mir so dermaßen auf den Senkel. I don't know. Aber das ist das eine. Das andere ist, ich habe mich ja, wie immer so meine Art ist, ich stürze mich ja dann so Sachen rein und probiere immer mehr zu lernen und aufzusaugen. Und diese YouTube-Geschichte, vor allen Dingen eben dieses YouTube Live, das finde ich total spannend. Und ich glaube tatsächlich, ich merke das so langsam, und ich spreche ja mit ganz vielen Leuten, so auch aus der Branche, die auch im Fernsehen sind und so, und ich lade die immer alle ein, lass uns mal drüber nachdenken, was wir für Sendungen machen können, die wir auf YouTube machen. Und zwar live oder aber auch aufgezeichnet. Um eigentlich ein alternatives, komplettes Programm zusammenzustellen, dass man sich nicht mehr suchen muss. Weil ich bin ja von Haus aus Programmdirektor, also Werbekaufmann und Programmdirektor. Und warum soll ich nicht für Menschen, das habe ich jetzt gemerkt, das funktioniert nämlich, inzwischen ist es so, dass es viele, viele Menschen gibt und viele, viele heißt jetzt immer ein paar hundert, aber anyway, in der Ausbreitung dann doch wieder über 1000, die, sag mal sowas, die mich angucken, wochentags, die dann dich angucken und auch rüberkommen sozusagen zu den Kanälen. Und so langsam bilden sich so Sehgewohnheiten. Und ob ich dann auf RTL den Millionär gucke und danach den Lanz im ZDF, kann ich ja auch erst Montag bis Freitag den Bob's Late Night gucken und danach dann am Sonntag zum Beispiel deine Show. Und das machen die Leute. Die haben da Bock drauf und die haben Bock, zu einer Gemeinschaft zu gehören, die ehrlich ist und offen ist und Austausch pflegt und einen anderen Ton hat und andere Inhalte hat und so. Und das macht mir total Hoffnung und das macht mir ganz gute Laune und da freue ich mich sehr drüber. Ja, ich auch. Also ich habe ja dieses Tool, mit dem ich da quasi auch eine richtige Sendung bauen kann. Und das habe ich mir jetzt, das war sehr schwierig. Ich habe das zu Corona alles gelernt und aber vieles wieder vergessen. Und so habe ich jetzt ein paar Nächte verbracht, das ein bisschen zu konfigurieren wieder. Und das Tolle ist, damit möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ich hatte damals zum Beispiel die Möglichkeit, du kannst da so einen Knopf anklicken. Und wenn du den anklickst, kannst du dir überlegen, ob du mir ein paar Euro spenden willst, weil das ja auch alles Geld kostet. Das ganze Equipment kostet viel Geld. Und wir können es, also gerade ich will jetzt nicht jammern. Wir laufen ja viel rum und so, aber es ist schon, also dafür ist jetzt nicht unbedingt Geld über immer. Aber da kannst du das so anklicken. Und ich hatte das damals so toll konfiguriert. Wenn du nämlich da Geld spendest, dann läuft ein Pfeil im Hintergrund, dann hörst du Nina Hagen sagen, merci. Und solche Gimmicks habe ich da so eingebaut. Und ich dachte, das war doch damals zu Corona wirklich lustig. Und das musste ich alles wieder neu konfigurieren. Wie ging denn das noch und so, dass du das live in die Sendung kriegst. Aber das hat funktioniert und wird auch ein Telefon geben jetzt bei mir in der Sendung, wo man mich dann anrufen kann und da will ich Gewinnspiele machen. Also das macht schon echt Spaß. Ja. Und das ist natürlich toll, dass wir gemeinsam diese Leute da aufbauen und die da kommen. Und
Wie du sagst, es ist so ein bisschen so, ich muss keine Texte mehr einschicken. Ich brauche niemanden mehr fragen. Ich brauche Das ist keine super. Angst haben. Es ist nur einfach so, ich muss aufpassen, was ich singe. Denn wenn ich das falsche Lied singe, dann wird der Stream nicht monetarisiert. Das bedeutet für die Leute, die sich da nicht so auskennen, ich bekomme dann eben von YouTube kein Geld, was sowieso nicht viel ist. Was mir manchmal egal ist, weil mir oft die Lieder wichtiger sind, tatsächlich als dann doch wieder das Geld. Da muss Ja. man irgendwie die Waage kriegen. Also Tatsache ist, dass man das Ganze ausbauen kann. Und ich finde es total toll, dass wir beiden da an einem Strang ziehen. Das ist Ja, schon. das ist total, also ich meine, deswegen, man muss einfach, man muss als, also man muss den Menschen ein alternatives Programm geben. Etwas anderes. Also alles das, was früher vielleicht mal ausgehen war, ne? Vielleicht gehen die Leute auch nicht mehr so viel aus und so. Und dass man ihnen das nicht nach Hause bringt. Und wenn sich das, und das ist ja immerhin so beim YouTube, dass es sich monetarisieren kann. Also es ist, gibt fast kein Geld. Also wenn man bedenkt, dass, ne, ich kriege da 7,50 Euro, habe ich neulich festgestellt. Wenn ich dann mal überhaupt monetarisiert bin, das dauert ja normalerweise erstmal, bis du die ganzen Mechaniken alle erfüllt hast und bis du so viele Zuschauer hast und so viele Stunden. Also ich rechne damit jetzt nicht. Aber dann, wenn es so wäre, dass ich heute schon so weit wäre, würde ich dann, keine Ahnung, 7 Euro, 15 Euro, irgendwie sowas kriegen. Das ist ja nicht, das hat ja keine Relevanz. Aber das aufzubauen, langsam und mehr zu machen und sich auch gegenseitig Publikum, also sozusagen dem Publikum Alternativen zu bieten zum normalen Programm in einer anderen und höheren Qualität und so, das finde ich total toll. Das machen die Kollegen in dem alternativen Nachrichtenbereich genauso, ne? Weltwoche, Kontrafunk, Ach gut, wie heißen die, nicht die Wahrheitsseiten, die, ich vergesse es immer wieder, dann News natürlich, alles, was bei News drin ist, Nachdenkseiten war das genau, dann News und so, die schieben sich auch das Publikum gegenseitig hin. Und das funktioniert auch. Ja, das sind natürlich auch Leute, die immer verschrien werden. Also das für manche Zuschauer und Zuhörer wäre das jetzt wieder so, ach, das sind ja wieder typisch diese alternativen Medien. Aber das sind ja die, die im Aufbau sind. Und das sind auch die anderen, wenn ich das mal so sagen darf, zu denen ich mich dann eigentlich in Mehrheit auch zugehörig fühle, zu den alternativen Medien. Und ich kann das auch begründen. Mein Therapeut, zu dem ich ja nun einmal die Woche laufe, hat mir gesagt, wenn ich so gefrustet bin manchmal und so über diese Nachrichten und so, dann soll ich doch mal Deutschlandfunk hören. Ich habe ja früher NDR Info gehört. Ja. Was habe ich damit? Habe ich einfach aufgehört, weil das war, also das Gendern war noch das kleinste Problem. Damit kann ich noch leben. Also obwohl mich das auch triggert, aber da kann ich noch mit leben. Aber die Nachrichten an sich sind wirklich nur, es ist, du kannst das anmachen, wann du das anmachen willst. Es geht nur um Umweltschutz, um Klimawandel, um Rechte, um Nazis. Es geht nur, es geht immer nur, es gibt irgendwie nichts Schönes. Nee, Ganz. und ja, das stimmt. Und weißt du, was noch dazu kommt? Und es ist auch noch, sind wirklich nachweislich gelogene Inhalte, die entweder gelogen sind, weil sie nicht recherchiert sind, oder sie sind gelogen, weil man einfach nachweislich was Falsches mit Absicht sagt. Es gibt zwei Arten von Lügen, ja. Das eine ist nachweislich und vorsätzlich Lügen und das andere ist fahrlässig Lügen, aber beides ist gelogen, es sind falsche Informationen. Und das hast du ja Also gesehen. sie verdrehen halt gerne Ja. mal. Da gibt es ein Beispiel, was ich jetzt habe, zum Beispiel dieser Fico, da der Geil. Präsident angeschossen wurde. Da gibt es ja, da hat ja tatsächlich der Spiegel, das ist jetzt kein Radio, aber der Spiegel, was das Radio dazu gesagt hat, weiß ich nicht. Aber im Spiegel stand jetzt tatsächlich, ich meine, der wurde ja von einem linken, älteren, 71 Jahre alten Mann, wurde der angeschossen. So. Richtig. Das heißt, ein Linker hat ein Attentat begangen. Hätte man es nicht so benennen können? Nein, es wird gesagt, der Mann wurde von einem älteren Herrn angeschossen. Aber Fico hat auch vorher für die aufgeheizte Atmosphäre in dem Land gesorgt und der hat ja gespalten und also so nach dem Motto, jetzt, also dass sie haben nicht gesagt, er ist selber schuld, aber sie haben es mehr oder weniger, haben sie dieses linke Attentat wieder verharmlost, indem sie gesagt haben, der ist selber dafür verantwortlich, dass die Stimmung im Land so schlecht ist, dass Menschen zu Waffen greifen. Ja. Statt einfach zu sagen, das geht überhaupt nicht, das ist linker Terror, das kann man nicht machen. Ein linker Extremist, ein Antifa-Kämpfer, der übrigens zur gleichen Gruppe gerne gehört, wie das, was Frau Faeser da verbreitet, die ja auch Antifa-Medien und Frau Paus und wie sie alle heißen,
So, das ist das eine. Das andere, was ich auch spannend finde, der Habeck hat sich gestern im Bundestag gestellt und hat das Attentat, er wusste nicht, wie man den Namen von dem Mann ausspricht. Er wusste nicht, in welchem Land das stattfindet, das hat er auch noch falsch ausgesprochen. Er hat dann aber noch gesagt, ja, man sieht daraus ja, wie aus Worten Taten folgen, und hat eine Verbindung hergestellt, dass dieser Attentäter so handelt, wie die AfD handeln wird. Das heißt, der hat plötzlich, der hat nicht mal gewusst, dass da jemand ist, dem man eher Konservativismus unterstellt, ja, und der einige Entscheidungen fällt, die den ganzen Grünen gar nicht gefallen oder gefällt hat, die denen nicht gefallen haben und sowas alles. Das hat er alles gar nicht im Kopf, der weiß das gar nicht, aber er stellt sich trotzdem in den Bundestag und sagt in Kameras und vor diesen ganzen Kollegen, die da sind, kompletten Unfug, stellt einen Bezug her und will eigentlich daraus machen, dass das ein Rechtsradikaler, ein Nazi war, der einen Freiheitskämpfer erschießen wollte. Die sind so dermaßen verstrahlt in ihrer Ideologie, sie sind so dermaßen hinterher, uns von morgens bis abends zuzutröten mit, sorry to say, falschen Informationen. Ich kann es nicht ändern. Und wenn die Journalisten und die Comedians und die Kabarettisten, die sind als Front sozusagen, als gegen die Politik, als Ausgleich für die Politik, als ein Teil der ausgleichenden Gerechtigkeit, wenn es um Inhalte geht in diesem Land, ja, in Teile der Demokratie wichtige, sind die Medien und diese ganzen Kulturschaffenden sind alle weggefallen, weil die alle ins gleiche Horn tröten. Und ich frage mich, das siehst du ja auch in dieser Palästinenser-Geschichte, wie konnte es passieren, dass man in Deutschland wieder, es war jetzt bei Lanz gerade einer, Lehrer, der an der Universität lehrt, ein Professor, der sagte, die Juden wurden in den letzten, seit der Nazizeit nicht mehr so gejagt in Deutschland wie zur Zeit. Wo sind wir hingekommen? Ja, man versucht das ja immer zu begründen. Das ist natürlich immer, die Begründungen, die da kommen, sind wirklich hanebüchen. Also wie jetzt sich da auf Gaza, wer weiß, wie eingehen. Aber da gibt's natürlich, hat mir gestern auch jemand, ich bin ja rund um die Uhr bei Facebook unterwegs und bei YouTube und frage mich manchmal, ob es überhaupt noch Sinn macht, da immer stichhaltige Argumente dagegen zu halten, weil das ist immer alles so einseitig. Also ich sehe wirklich beides von beiden Seiten und das natürlich. Eine Sekunde. Ist Jo schon da? Okay, du kannst, während wir sprechen, kannst du bauen. Das kannst du machen, ja. Ich kann nur keine Fragen beantworten. Weil ich okay, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Für den Zuhörer, Zuschauer, Boris hat gerade Sitz im Studio und jetzt müssen wir da wird was vorbereitet für die nächste Sendung, ne? Genau. Ja. Weil mein Freund Jo Gröbel gleich kommt, mit dem ich ja auch das übrigens alternatives Entertainment, mit dem wir eine Sendung machen, den Medientalk, wo es aber um Medien und die Entwicklung der Medien und der Welt und sowas alles geht, das poste ich auch inzwischen auf meiner Seite, weil das über Hamburg 1 auf YouTube nicht so richtig angenommen wird, aber auf meiner Seite ist das sehr erfolgreich. Und es ist auch da Alternative. Jo Gröbel ist ja Medienpsychologe und jemand, der sich, also der eigentlich auch sehr in, sag mal, auf der einen Seite Werte hat, auf der anderen Seite eher links zum Beispiel ist, also linker als ich. Ich bin ja eher ein bisschen konservativer, ein bisschen so. Aber wir pflegen hier einen Austausch auf hohem Niveau, ganz offen. Und wir sind unterschiedlicher Meinung manchmal und schämen uns nicht, das zu sagen, und haben uns trotzdem lieb sozusagen, wie es früher üblich war. Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist ja genau der Punkt, denn das stelle ich bei Facebook immer fest. Die kommen dann wirklich mit Argumenten, wenn du da ganz vernünftig redest. Also um das mit Gaza mal eben zu Ende zu bringen. Also in Palästinenser, ja, da gibt's jetzt, furchtbar viele Menschen sterben da, auch Kinder. Keiner weiß die Zahlen genau. Gerade wurde wieder gesagt, die Zahlen sind gefälscht, die da gewesen sind. Ist mir auch egal, weil jeder Tote ist ein Toter zu viel. Wenn man mir aber dann in meine Timeline schreibt, so und so viel 1000 Tote in Palästina und 700 Tote oder 700 Verschleppte in Israel oder Tote in Israel, nein, 700 Tote in Israel, dann ist das einfach kein Vergleich, weil letzten Endes möchte die Hamas Israel ausrotten. Und das wird einfach immer so gesagt und die hätten aber nicht anfangen müssen und dann fertig. Also im Prinzip ist das ein sehr komplexes Thema, aber wenn die dann immer mit drei Zahlen kommen oder so, weil sie sich partout auf einer Seite positionieren, Tod ist auf keiner Seite gut,
Und für mich steht ganz, was das Thema betrifft, steht im Raum, die Israel soll vernichtet werden. Und Juden werden durch Deutschland gejagt und das geht überhaupt nicht. Und jeder, der sich daran beteiligt, kann wieder verschwinden, wiedersehen. So, ganz einfach. Aber ich wollte noch mal, so waren wir jetzt schon abgekommen, Deutschlandfunk. Ich habe dann auf Anraten, oh, ich lüller hier rum, ich habe auf Anraten meines Therapeuten dann Deutschlandfunk neulich. Ich hatte neulich einen Horror-Medientag. Ich habe Deutschlandfunk dann gehört beim Duschen. Da war eine Frau, es ging um Gérard Depardieu, der ja schon wieder irgendwelche Frauen belästigt haben soll, was auch ganz furchtbar ist. Und der französische Präsident, glaube ich, hat sich da vorgestellt und hat gesagt, naja, der hat aber zumindest viel für Frankreich getan. So. So. Also, ich glaube, der hat das gesagt. So, und da wurde darüber diskutiert. Und dann hat diese MeToo-Tante beim Deutschlandfunk, es ging um Sexismus im Filmgeschäft und so weiter, also die ganze alte Leier wieder. Letzten Endes geht es ja um erwachsene Menschen, die nicht beschützt werden müssen. Die sind ja alle, wir wollen ja alle frei sein und erwachsen sein. Da brauchen wir jetzt nicht jemanden, der uns beschützt. Da muss man sich selber schützen. Das mal nebenbei. Aber die hat dann gesagt, wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir hin müssen. Denn schließlich laden immer noch alte Männer junge Frauen zum Essen ein. Wo ich dann gesagt habe, ach, darf man das jetzt auch nicht mehr? Also das war tatsächlich, das war, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Das geht überhaupt nicht, dass alte Männer junge Frauen zum Essen einladen und sowas. Das muss man alles überdenken. Und so, ich habe das dann ausgemacht und bin dann runtergegangen. Unten habe ich dann das Fernsehen angemacht. Ging es dann um Juden in Deutschland, was natürlich ein Problem ist. Aber doch nicht rund um die Uhr. Dann habe ich das angemacht. Dann hörte ich im ZDF dieses Ding Juden in Deutschland, wie es denen da jetzt geht und was weiß ich und so. Dann habe ich umgeschaltet. Dann war ich bei RTL. Die kündigten dann an die Woche der Vielfalt. Nächste Woche die Woche der Vielfalt. Und das ist wirklich zum Verzweifeln. Es ist zum Verzweifeln. Du kannst anmachen, was du anmachen willst. Du siehst dann scheiße. Hast du noch vergessen, auf den Plakatsäulen, wenn du draußen bist, steht über die Woche des Grundgesetzes. Und dann geht es darum, permanent geht es darum, die Demokratie zu retten. Und da sind die Leute, das ist total irre, aber das ist auch geschichtlich übrigens, über die letzten 500 Jahre zu verfolgen. Die am lautesten für irgendetwas, was vermeintlich gut ist, geschrien haben, waren immer auf dem Weg, das abzuschaffen. Immer. Das ist immer das Gleiche. Das sich hinzustellen, sagen, wir kämpfen für die Demokratie, aber gleichzeitig alles als demokratiefeindlich zu betiteln, was irgendwie nicht deiner Linie entspricht, das ist genau das, was diese Menschen machen. Und das ist genau das, was diese Lehren auch machen. Auch die Lehre des Sozialismus ist nichts weiter, als alles andere auszugrenzen und zu sagen, wir sind die einzig Guten. Ja. Und das ist die große Gefahr. Das ist keine, diese Vielfalt, also wenn man streit nach Vielfalt, meint man nicht Vielfalt, man meint Einseitigkeit. Genau, da werden Menschen gefeiert, die gar nicht gefeiert werden wollen. Ich finde es ganz schlimm, dass ein Sänger, wie es beim ESC jetzt war, ein Sänger aus der Schweiz, der ein schönes Lied vorgetragen hat, was die meisten Menschen für gut befunden haben. Allerdings nicht die meisten Menschen, das ist falsch, sondern das haben die meisten Jurymitglieder gut gefunden, aber nicht die meisten Menschen. Die meisten Menschen fanden zwei andere Lieder gut, nämlich, ich glaube, es war Kroatien und der Beitrag aus Israel. Aber das steht auf einem anderen Zettel. Und nur, das Schlimme finde ich, dass dieser Sänger, der im Übrigen mit einer Frau zusammen ist, also nach außen in Hetero, dass immer gesagt wurde, der ist non-binär. Das heißt, da ist dieses Non-Binäre plötzlich wichtiger als der Name des Sängers, als das Lied, als die Musik, als die Komposition, als der Text, weil der Text ist nämlich seine persönliche Lebensgeschichte, also eigentlich auch eine sehr emotionale und schöne Geschichte eigentlich. Aber überall steht immer nur eins, er ist non-binär. Und als ob das eine Auszeichnung wäre. Weißt du was? Mir ist es scheißegal, was jemand ist. Der kann schwul, lesbisch, homosexuell, grün, gelb, blau, dick, dünn. Mir ist es total wurscht und egal. Ich will, entweder ist ein guter Mensch oder ist kein guter Mensch. So. Das ist ja die alte normale Haltung von normalen Menschen. Wie in der Natur. Da verstehen sich welche und andere verstehen sich nicht. So fertig, das war's. So einfach ist das. Aber dass dann jetzt überall in der Zeitung steht, der non-binäre, wie heißt der, Emo, Nemo oder irgendwie sowas Nemo. Alles. Ja, genau, guck mal, siehst du, weißt, dass er non-binär ist, ich weiß nicht mal den Namen richtig. Das ist doch völlig gegen die Sache und gegen seine Künstlerwürde sozusagen. Und dann kommt raus, dass er mit einer Frau zusammen ist und alle sagen, hä, wieso non-binär, der ist hetero, weil ich verstehe es nicht. Naja, also ich habe mich mit Nemo ein bisschen beschäftigt und so. Ich finde das auch ein ziemlich cooler Typ. Der ist ja tatsächlich auch nach Malmö getrennt. Das finde ich ja total irre. Super spannende Geschichten.
Aber eben da, das ist ja das, aber das ist ja der Zeitgeist, dass sich das alles so nach vorne schiebt, die ganzen Sexualitäten. Hast du das mit dir? Habe ich dir dieses Bild geschickt von diesen ganzen Transen, die vorm Pissoir stehen, vorm Herrenpissoir? Die stehen alle im Kleid davor, pinkeln da rein und oben drüber steht Pinkelpause beim ESC. Ich habe sehr gelacht. Aber das ist dasselbe wie bei Kim de Lorison. Kannst du dich an den erinnern? Ja. Das war, ist ja auch ein Non-Binärer, der hat ja den deutschen Buchpreis bekommen. Kim Ja. de Lorison heißt Für ein scheiß Buch. der. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich ein Scheißbuch. Das ist eins, könnte ich auch schreiben. Es geht mehrheitlich um Exzesse, in sexuelle Exzesse. Das ist ein völlig dem. Ich habe da reingelesen in Natalia Buchhandlung, weil ich dachte, hier Buch des Jahres, da muss ich mal reingucken. Ne? Das ist unlesbar, das ist Dreck. Das ist total uninteressant, völlig unambitioniert, scheiße geschrieben, Vokabelsuche langweilig. Ja, das Einzige, was er probiert, ist mit irgendwelchen sexuellen Beschreibungen irgendwie ein paar Punkte abzuholen. Aber das ist nicht, das ist für mich kein Buch. Also sorry, Ich habe überflüssig. gestern ein tolles Argument gefunden, um quasi mit einem Argument zu beschreiben, wie krank dieser Zeitgeist ist. Und wie krank, um nochmal auf die Politik zu kommen und auf das, was du da vorhin gesagt hast, zurückzukommen. Dieses Plakat, was jetzt Habeck, Annalena Baerbock und Ricarda Lang, unser politisches Schwergewicht, was die drei verklagt haben. Die haben ja da jemanden verklagt, der dieses Plakat da reingehängt hat. Ich weiß gar nicht, wie Annalena Baerbock aussah und ich weiß auch nicht, wie Habeck aussah. Ich weiß nur, dass Ricarda Lang als Dampfwalze Ja, abgebildet. Moment, ich kann dir sagen, Annalena Baerbock stand wie ein kleines bockiges Kind mit verschränkten Armen da. Ah ja. Und Habeck, weißt du das noch? Habeck war, weiß ich nicht mehr, der war aber auch irgendwie verstrahlt in der Gegend irgendwie. Und Ricarda Lang war als Dampfwalze Ja, abgebildet. Und genau. oben drüber stand: Wir machen Deutschland platt. Ich glaube, sie war nicht als Dampfwalze, sondern sie saß auf einer Dampfwalze, oder? Also, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, vielleicht saß sie auch drauf. Und oben drüber stand: Wir machen Deutschland platt. Das ist Satire pur. Das ist schon Titanic-Niveau. Das ist schon echt. Das hat sich ja irgendein Bürger einfallen lassen. Der ist dann ja verklagt worden, aber die sind mit ihrer Klage nicht durchgekommen. Aber ich habe gestern so ein tolles Argument gehört, das möchte ich mit dir teilen und mit den Leuten auch. Die Leute, die dagegen geklagt haben, gegen dieses Plakat, sind die gleichen Leute, die vor ein paar Jahren gesagt haben, Je suis Charlie. Es sind genau die Leute, die als Charlie Hebdo das ganze Büro, da 6 Leute erschossen wurden oder wie viel das auch immer waren, von Muslimen, die keinen Humor vertragen können, das sind genau die gleichen Leute, die sich hinter diese Charlie Hebdo gestellt haben. Das, also, die mutieren jetzt zu humorlosen Muslimen. Das ist echt, das finde ich, daran kannst du total erkennen, wie furchtbar diese Zeiten sind. Echt. Ja, und vor allem, es ist ja nur, also jetzt mal psychologisch gesehen, ne, sind alle auf der Suche nach einer Herde. Eigentlich wollen sie alle eine Herde mit einem starken Herdenführer haben, wo sie zu Hause sind und sicher. Deswegen gehen sie auch alle auf die Straße für das Gute, weil ihnen irgendein Herdenführer, den sie als Herdenführer akzeptieren, gesagt hat, da müsst ihr unbedingt hingehen, da Ja. fühlt ihr euch gut. Und dann machen sie Selfies und sagen, oh, wir waren auf der Demo gegen rechts, wir haben was getan für die Gerechtigkeit, für die guten Menschen, bla bla bla. Da ist ja gar keine Substanz dahinter, sondern es geht darum, dazuzugehören. Es geht darum, mit dabei zu sein, ein bisschen Glück zu empfinden dabei, dass man mit anderen Menschen zusammen auf der richtigen Seite steht. Und wer die richtige Seite ist, das wechselt sich sehr. Das hast du ja gesehen, dass zum Beispiel auf der Anti-Kalifat-Demo, ja, als wir da waren um 13 Uhr, sollte das losgehen, waren da 30 Leute. Zugegebenermaßen, der Chef der Hamburger CDU, Herr Thering, war da, von der SPD war einer da, von den Grünen war einer da und von der FDP war auch jemand da und von der AfD war auch jemand da. Also die Parteispitzen oder ein bisschen Führungskräfte oder so waren da. Aber ansonsten, und auch mit denen hat die Presse dann auch gesprochen, aber ansonsten war keiner da. Diese ganzen Regenbogen-Prockfleck-Menschen, die waren alle nicht da. Und da frage ich mich, warum waren sie nicht da? Und dann haben sie gefragt, warum sie nicht da waren. Und dann haben die geantwortet, also Vertreter von denen haben geantwortet, ja, das sei ihnen zu gefährlich. Aha. Also sie gehen nicht zur Demo gegen das Kalifat, weil ihnen das zu gefährlich ist, aber gegen die AfD protestieren sie, weil das ist ja nicht gefährlich. Weißt du, merkst du, woher kommt die Gefahr? Du protestierst nicht gegen das, woher die Gefahr kommt, weil da hast du nämlich Angst vor. Du protestierst gegen das, wo dir nichts passieren kann.
wo du in einer sicheren Gemeinschaft bist und wo du auch gar nicht weißt, warum eigentlich, weil die sind ja gar keine Gefahr für dich. Denken wir das doch mal zu Ende. Stell dir mal bitte vor, diese Anti-Kalifat-Demo oder auch die für die Demo für das Kalifat. Stell dir mal bitte vor, die Schwulen wären mit so einer, also die ganze Community, LGB-Community, das andere nehme ich ja nicht mehr im Mund, diese ganze Community würde ähnlich auflaufen in einer Masse und einer Wucht, wie sie es beim CSD machen, und würden alle bunt geschminkt, halbnackt, und würden da auftauchen. Was die einschüchtern könnten und wie die gerade bei denen für ihre Rechte kämpfen könnten und sagen können, da wäre es tatsächlich angebracht, zu sagen, Deutschland ist bunt und nicht verschleiert und nicht mit dem Rosenkranz oder mit einer Gebetskette in der Hand und nicht verbockt und verstarrt und im letzten Jahrtausend hängen geblieben. Wir hier sind bunt und vielfältig. Da passt es. Das ist auch total interessant, denn das war ja ein schwarzer Block, das war ja nicht die Antifa, aber im Prinzip sah ja diese Pro-Kalifat-Demo dieser ganzen Muslime, das sah ja wirklich aus wie ein schwarzer Block. Die sind ja nicht sehr farbenfroh angezogen. Die sind verschleiert zugehängt und was weiß ich. Und die Frauen stehen hinten und die Männer stehen vorne. Stell dir mal vor, da werden jetzt Fesseväter aufgetaucht und dann noch so halbnackte Schwule und Travestiekünstler. Das hätte ich total toll gefunden. Da hätte diese ganze Community in meinen Augen viel mehr Respekt gehabt als das, was sie da jetzt machen. Aber vielleicht hätten die ein paar Bierstände aufstellen sollen. Aber weißt du, was das Ding ist? Nee, genau. Und das ist eben das Problem, ist das, das trauen sie sich aber nicht. Weil haben sie nämlich Angst, dass was passieren könnte. Und das Irre ist das, wenn du nichts gegen die Kalifat-Jungs tust, ne, dann hängst du irgendwann am Baukran, weil nämlich genau die Leute sind die, die im Iran und so am Baukran hängen. Aber das schnallen die gar nicht, sondern sie finden das total toll, dass die alle, dass die Palästinenser und wir machen so ein schönes Tuch um und dann stehen wir für was Gutes und so, dass diese Menschen mit ihnen nicht einverstanden sind, die sie für die protestieren oder sich für die eintreten oder sich für die stark machen oder sich nicht trauen, was gegen Exzesse aus der Richtung zu machen. Das schnallen die gar nicht, dass sie als erstes dran. Die denken, glaube ich, sie werden eines Tages, wenn die dann die Macht übernehmen, was ja niemals passieren wird, aber nehmen wir mal an, diese Kalifat-Jungs würden die Macht übernehmen, ne? Dann gehen die hin und sagen, ach, wir haben doch gar nichts gegen euch gehabt und ihr tut doch nichts. Und dann glauben sie wirklich, dass sie dazugehören dann zu dieser feinen Kalifat-Geschichte. Das ist doch irre. Der einzige Regenbogen, den man dann im Iran findet, das ist dann der regenbogenfarben besprühte Kran, an dem sie aufhängen. Genau. Ja, genau. Aber du hast vorhin gesagt, naja, das wird nicht passieren, dass sie keine Macht kriegen. Ich glaube das im Grunde genommen auch. Aber in England haben sie Macht bekommen. Ja, genau. Ja, England hat ja eine muslimische Partei, irgendwie ist jetzt das erste Mal Einzug gefunden, in welches Parlament auch immer. Es ist irgendwie zum Durchdrehen alles. Ja. Und komme ich zu einem zweiten Thema. Ich habe noch ein schönes Thema. Ja, jetzt bin ich gespannt. Kennst du Martin Neumeier? Nee. Ist das, nee, Neumeier hat bei mir was Künstlerisches in der Hamburger Oper, aber der ist das nicht, das ist jemand anders. Ich sage dir, seit zwei Tagen frage ich mich, was ist in dem Kopf dieses Mannes vorgegangen? Ich habe gestern bei Twitter, alle paar Wochen schreibe ich bei Twitter, wenn mir nichts einfällt oder so, dann schreibe ich bei Twitter, war heute schon was mit Nazi? Das macht ja. Wir haben gestern ganz viele geschrieben. Nein, aber du hättest gestern hier sein müssen. Da war Martin Neumeier. Und dann habe ich einen Tag zurückgescrollt und Twitter ist explodiert wegen Martin Neumeier. Martin Neumeier ist bei der FDP in Ahlen-Ellwangen. Okay. Ja, er ist da also auf Listenplatz 3 und der ist... Angestellter, ich habe das mal aufgeschrieben, Angestellter, 45 Jahre alt, Herzensthemen sind Bildung, soziale Gerechtigkeit und Abbau von Bürokratie. Als gebürtiger Ahlener liegt mir die Zukunft dieser Region am Herz und was man liebt, soll man noch besser machen. Dafür trete ich ein. Das ist Herr Naumeier, ja? Personal Trainer ist er auch bei Sportivo, aber das ist eben der Kandidat, der da aufgestellt wurde von der FDP Ahlen-Ellwangen, die sich mittlerweile übrigens von dem distanziert hat. Und jetzt sage ich dir warum. Und vielleicht kannst du mir sagen, wie es dazu gekommen ist.
Der hat ein Video gemacht. Erst ist er anscheinend auf eine Bahnhofstoilette gegangen, hat sich gefilmt und hat gesagt, ich befinde mich auf einer Bahnhofstoilette. Hat sich vor das Pissoir, dieses Metallpissoir gesetzt und hat das abgeleckt und hat das gefilmt. Dann hat er sich vor die Kloschüssel gesetzt, also diese richtig zugeschissenen, gepissten Kloschüsseln, und hat die auch abgeleckt. Das hat er auch gefilmt. Dann ist er wohl nach Hause gegangen, hat sich nackt ausgezogen, sich auf einen Dildo gesetzt, nackt, und hat sich selber auf diesen Dildo gefickt und dabei gesungen, Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Dann ist ihm wohl da ein bisschen Kacke rausgerutscht. Damit hat er sich dann ein Hitlerbärtchen gemalt und sich von oben bis unten mit Scheiße beschmiert. Und das Video ist irgendwie ins Internet gelangt. Es wurde dann wohl bei Telegram und WhatsApp, ich habe ja eine Telegram-Gruppe, aber ich bin bei Telegram nicht aktiv. Und bei WhatsApp habe ich auch keine Gruppe. Aber ich habe dann das gegoogelt und da stand dann überall, ja, guckt euch bitte die Originalvideos nicht an, da wird es echt schlimm. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, der ist von oben bis unten irgendwie braun beschmiert. Der ist, und wie der da auf diesen Dildos wippt und singt, Deutschland, Deutschland, über alles. Und ich Aber frage, was ist was ist da passiert? passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber, also meine Theorie ist tatsächlich, es gibt zwei. Nein, ich glaube, es ist nur eine. Ich glaube, der hat sich eine Nase Koks gezogen oder irgendjemand hat ihm irgendwas ins Essen getan. Und dann ist er einfach mit dem Rest des Irrsinns, denn ich glaube, dass in allen Menschen oder in vielen Menschen momentan der Irrsinn klebt im Gehirn. Das habe ich ja auch. Also man ist im Moment total verunsichert und alle haben irgendwie Irrsinn im Kopf, haben Angst Das durchzudrehen ist bei ja, dem, also was das ist alles ja meine ganze, passiert. derjenige, der sowas macht, der muss ja komplett krank sein. Und das ist auch jemand von der FDP? Ja, von der FDP, Arlen Ellwangen. Das ist ja, und das Video hat er aufgenommen für seine privaten Zwecke und ist dann aus Das Versehen ins weiß Netz ich geraten, nicht. oder? Ich konnte das nicht mehr recherchieren. Das muss man noch mal recherchieren. Aber die FDP hat sich schon mal distanziert. Und das finden sie ganz furchtbar. Und ich frage mich aber, ich wieder mit meinem Herzchen, mir tut er irgendwie leid, weil ich einfach denke, was ist denn mit ihm jetzt passiert? Da muss ja, ich gucke jetzt gerade nach, ich muss das unbedingt sehen, das kann ja nicht sein. Ist das KI generiert? Will da jemand ihn versenken? Oder es kann Nein, doch. das glaube ich. Nein, das glaube ich Nur nicht. jemand ist ja, der wird ja, der ist, das Leben ist ja beendet von dem, das Öffentliche. Naja, erstmal, du weißt ja, Edati, Ja, ne? gut, ja, das stimmt. Die sind ja allen wieder da. Ne? Edati Ja, ist ja. noch in der Partei. Und Michael Friedmann erzählt wieder. Margot Käßmann predigt. Ne? Nur Eva Hermanns, die lassen sie nicht mehr hochkommen. Aber alle anderen. Also, das ist total interessant. Du googelst schon. Ne? Du Ja, ich will das unbedingt wissen, aber ich finde es jetzt nicht. Der muss ich hinterher machen. ich kann dir Mann. das nachher schicken, per Ja, WhatsApp. schick mir bitte den Link. Das ist ja irre. Also, das Guck ist. mal, also dass sowas, also wie Menschen wie, also ich kenne das ja so. Ich habe ja jahrelang sag mal Popstars auf Tourneen begleitet und weiß, was manche von denen für Exzesse machen und wie sie die Wände von Hotels bezimmern, beschmieren und also da sind auch so eklige Sachen und sowas, wo es immer darum geht, über die Grenzen zu gehen und irgendwelchen Scheiß zu machen, damit man anders ist als andere oder so. Aber das ist ja so krank, also wirklich ernst, also ja wirklich, also Wahnsinn. Ja, es ist alles krank. Es ist alles krank. Was sagst du denn zu dem Urteil von Höcke oder über Höcke? Ja, finde ich ganz spannend, besonders die Entwicklung. Also ich finde den Höcke unerträglich, ehrlich gesagt, ich persönlich. Also weil er halt ein ist, der ist jemand, der, das ist ein Menschenfischer, auf die üble Art und Weise, das ist das eine. Das andere ist, ich finde auch, es schade tatsächlich für die Opposition, jemand zu haben, der so ein leichtes Opfer ist, das dazu führt, dass man sich mit der Opposition gar nicht ernsthaft beschäftigt. Finde ich ganz schlimm, dass der sozusagen dazu führt, oder dass der selber aktiv dazu beiträgt, dass die AfD nur einen Ruf hat, nämlich seinen Ruf. Und das ist nicht eigentlich nicht gerechtfertigt und so. Naja, aber egal. Ich bin auch kein Politikexperte. Was ich am schlimmsten finde aber an der Geschichte ist,
dass in einem Gericht, wo oben drüber steht, jedem das Seine, das ist der gleiche Spruch, der auch im Buchenwald oben drüber stand, beim KZ, da steht über dem Gericht, dass dieses Urteil gefällt hat, dass da also klar gemacht wird, dass alles für Deutschland ein Spruch der SA ist, weil das einfach fachlich falsch ist. Das ist ein Spruch der SPD, der Arbeiterschaft vor der Nazizeit. Die Nazizeit hat lediglich diesen Spruch geändert. Aber man kann das recherchieren, man muss einfach nur ein bisschen googeln, ein bisschen recherchieren, und ich erwarte eigentlich von einem Gericht und ich erwarte auch von den Medien, dass die das entsprechend tun. Das Geilste allerdings ist, du hast es ja gestern auch gesehen, dass die Vizepräsidentin der CDU 2018 genau diesen Spruch mit einer Deutschlandfahne auf Facebook gepostet hat. Und das ist wirklich jetzt mal, jetzt bin ich gespannt, was jetzt die Richter machen wollen. Es war die erste Instanz, es geht sowieso in die zweite Instanz, aber stell dir bitte vor, in was für einer Welt wir leben, dass jetzt der Richter so ein Urteil gemacht hat und jetzt kommt das raus, dass die CDU-Vizepräsidentin das schon gepostet hat und es kommt auch noch raus, was über deren Gericht steht. Das ist so schlimm und ganz ehrlich, das Schlimmste finde ich, vorher hat keiner diesen Satz, der auf der ganzen Welt Verwendung hat, nur mit anderen Ländern drin, nämlich in Frankreich sagt man Vive la France und in Amerika sagt man America First und sowas alles, ja, alles kein Problem. Aber bei uns ist ein Satz gleicher Bedeutung, weil er mal geentert wurde von einer fiesen, linken, verbrecherischen Truppe, ist er plötzlich ein verbotener Satz und jemand anders kann dafür bestraft werden. Das ist leider undemokratisch, ungerecht und geht überhaupt nicht. Ja, stell dir bitte mal vor, die gehen ja jetzt in die nächste Instanz. Jetzt stell dir mal vor, der kriegt Recht. Na klar kriegt er Recht. Kann er ja gar nicht anders. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Dass er jetzt Unrecht bekommen hat, da muss ich dir ganz ehrlich, dass er Unrecht hat jetzt nach dem letzten Urteil, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da verliert man ja wirklich langsam den Glauben an den Rechtsstaat. Also das habe ich nicht. Ich glaube ich an glaube, den Rechtsstaat. Weißt du, ich glaube, es ist der Mangel an Informationen, weil der Richter hat ja nicht gewusst, dass die SPD-Vizepräsidentin genau den gleichen Satz vor 6 Jahren gepostet hat auf Facebook. Das haben ja nur Menschen rausgekriegt, die sich damit beschäftigen. Und dank des Internets und dank einiger fleißiger Rechercheure ist das rausgekommen. Früher war das nicht möglich, früher wäre das nicht rausgekommen. Also da muss man jetzt die Medien auch mal loben. Diverse Zeitungen, ich glaube sogar die FAZ war es, haben ja tatsächlich geschrieben, dieses Urteil ist schädlich. Also genau. Es gibt tatsächlich Medien, die gesagt haben, nee, im Zweifel gegen den Angeklagten, das ist nicht in Ordnung gewesen, dieses Urteil. Aber wenn der jetzt tatsächlich dann Recht kriegt beim nächsten Mal, was machen die denn dann alle? Das hat den großen Nachteil, dass seine Anhänger sagen würden, haben wir doch immer gewusst, Höcke ist genau. Einer von den Guten. Ja, genau so ist es. Das ist so bitter. Das Endergebnis. Das ist so bitter. Und es ist vor allen Dingen, es zeigt ja, dass eben die tatsächliche Möglichkeit der Kritik verballert wird, hirnlos verballert wird. Durch solche Aktionen. Weil für mich, ganz ehrlich, der Typ geht überhaupt nicht. Ich finde den ganz furchtbar. Ich finde ihn von seiner Sprache, von seiner Intention und so, ich finde den einfach ganz furchtbar. Ich möchte den nicht mal als Lehrer haben. Also, aber dass man dann solche Leute, dass man das sozusagen den, wie soll man sagen, den Fans oder den Freunden von so jemand, dass man denen das so leicht macht, dass man so dumm ist und dass man probiert, jemanden anzugreifen, ohne was in der Hand zu haben und sich nicht informiert zu haben, ist einfach so dermaßen dilettantisch und tragisch. Ich meine, wie fühlt sich jetzt dieser Richter, wenn er jetzt sieht, dass er jetzt eigentlich eins machen muss, muss er jetzt machen. Also musst du machen, weil du kannst ja nicht mit zweierlei Maß messen. Also muss er jetzt die CDU-Vizepräsidentin, muss er jetzt anzeigen. Ja, ja. Und die muss die gleiche Strafe kriegen. Naja, wird es da nicht noch irgendwas geben, so von wegen, naja, also es kommt ja darauf an, in welchem Kontext, welche Person hat das gesagt und wie kann sie es gemeint haben? Ich glaube, da gibt es bestimmt dann noch irgendwelche Erklärungen, dass das bei Dorothee, wie hieß sie, Dorothee Bär, die meinst du, ne? Oder? Ja, genau. Genau. Dass die Dorothee Bär, dass die eben, da war das ganz klar, dass sie es nicht so gemeint haben kann, weil, und bei ihm liegt das eben nahe und deshalb macht man da schon wieder Unterschiede. Faktisch ist es, glaube ich, überhaupt kein Unterschied. Aber wenn man überlegt, was ich vorhin sagte, das Argument mit Charlie Hebdo, also die Leute, die früher gesagt haben, je suis Charlie, gehen jetzt gegen Charlie vor. Dann gibt es... um die Demokratie zu retten, werden alle Leute verklagt. Das macht irgendwie im Zusammenschluss, macht es den Eindruck, was du vorhin ja auch schon sagtest, vor lauter Demokratiewechsel retten, bleibt die Demokratie auf der Strecke.
Das Ja, ist echt die, also, guck mal, die Bundesregierung sagt, also diese ganze, in Anführungsstrichen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Wort ist, was man noch sagen darf, aber diese ganze Mischpoke, diese linkslastige, ja, die sagen, wir müssen Demokratie retten. Frau Faeser möchte gerne und Frau Paus möchten gerne in Schulen Demokratieschulung einführen und so. Das ist genau das Gegenteil von Demokratie. Was sie machen ist, sie wollen ihre Lehre, sie wollen ihre Ideologie den Kindern schon einprügeln gegen die Eltern. Sie möchten Kinder kontrollieren. Sie möchten da rein und möchten, dass die Kinder kontrolliert sind, dass die kontrolliert aufwachsen. Das ist DDR-Strategie. Das ist der finsterste Sozialismus. Die wollen nichts weiter als die Kontrolle haben über unsere Kinder. Das haben sie schon bei Corona gemacht und das machen sie ja auch bei der geschlechtlichen Geschichte da, wo du jetzt mit 14 selber entscheiden darfst, welches Geschlecht du annimmst und so, auch gegen deine Eltern. Bei der Impfung war es so, dass sie gesagt haben, ab 14 darf man selber entscheiden, ob man sie impfen lässt oder nicht. Das sind alles Systeme, wie man die Familien auseinanderbricht, wie man Menschen, Gemeinschaften spaltet. Und die reden über Demokratie und Demokratie retten und tun so, als ob sie durch sowas wie hier diese Aufdeckung, die Korrektiv zum Beispiel gemacht hat, wo ja inzwischen nichts mehr über ist. Gar nichts von aber dieser ganzen. Aber es wird trotzdem immer noch behauptet, das ist auch interessant. Genau. Es ist aber, immer es ist noch. jetzt vor, also vor Gericht, vor der Presse, vor den öffentlichen Stellen ist nichts über von der ganzen Korrektivgeschichte. Sie selber, Korrektiv selber, hat zugegeben, dass da leider nichts ist, dass es gibt nichts. Aber sie, es hat dazu geführt, einseitig sozusagen Menschen auszugrenzen, die eine andere Meinung haben. Und das, was diese ganzen Demokratieförderer, diese ganzen Demokratieplärrer, diese ganzen, die immer reden davon, dass unsere Demokratie in Gefahr ist und so weiter und so fort, die sind die Ersten, die sind die Allerersten, die im Prinzip nichts weiter machen, als unsere Demokratie zu zerstören. Das ist ja total interessant. Ich habe gestern einen Werbespot gesehen für die Europawahl. Darum denke ich, mir geht es ja jetzt schon auf den Sack. Dies dauernde, alles was rechts ist und was weiß ich, das geht mir so auf den Sack im Moment. Und das wird jetzt natürlich hochkochen zur Europawahl. Die werden die noch viel mehr direkter aus ihren Kellern holen. Und zwar alle. Ich habe gestern. Ach, jetzt ja schon. Ja, ja. Ja. Guck mal, ja, aber Sie das ist sagen, erst der Anfang. ja, und ja, Sie sagen zum Beispiel, also Riesenbericht, große Aufregung, inklusive Bundestag, ja, alle plärren in der Gegend rum und sagen, da wurde ein SPD-Politiker zusammengeschlagen, das geht ja gar nicht. Stimmt, das geht überhaupt nicht. Aber leider hat der Polizeipräsident gesagt, das Problem ist das, dass die meist angegriffenste Partei, die meisten Menschen von der AfD sind von der AfD gewesen, die angegriffen worden sind an Wahlständen. Und zwar von der Antifa und von irgendwelchen linken Kräften. Am zweitmeisten dann die Grünen und dann kommt irgendwann SPD und die CDU, glaube ich, und FDP gar nicht. Aber tatsächlich die am meisten angegriffenen sind die AfD. Und da wird ein Haus überfallen von einem AfD-Menschen irgendwo im Osten und da werden Steine nachts reingeschmissen und es steht nirgendwo zu lesen. Aber wenn es jemand von der SPD, wenn der angegriffen wird und kriegt eine Backpfeife, dann wird das sofort überall geschrieben. Das ist alles außer Kontrolle. Die Gerechtigkeit ist flöten in diesem Land. Und zwar deswegen, weil diese Truppe da glaubt, dass sie die Guten sind, auf der guten Seite stehen. Die haben von den Menschen in Deutschland, vom Leben in Deutschland, vom Volk, kam nichts mit denen zu tun. Sie geben sich selber Renten, Diätenerhöhung, ja, von so viel wie seit 2019 nicht, weil sie allen Ernstes als Begründung sagen, na ja, es ist ja auch immer alles teurer geworden. Wer hat das denn teurer gemacht? Das ist doch irre. Für wie blöd halten die das Volk? Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das kann ich nun wirklich sagen. Ich habe das mit meinen 58 Jahren, 57 Jahre habe ich nie gejammert, dass man sparen muss oder so. Ich habe immer das Geld mit vollen Händen rausgegeben, ja, alles, was ich verdient habe, und ich konnte mir immer alles leisten. Und jetzt ist das erste Jahr tatsächlich wirklich, wo ich ganz deutlich merke, dass wesentlich weniger Geld im Portemonnaie bleibt und dass wirklich ich jetzt überlegen muss, was mache ich wann? Ich kann nicht, das habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, hier. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, du, da komme ich vorbei, du hast nicht so viel Geld, ich trete da jetzt auf. Das kann ich nicht mehr machen, weil der Sprit so teuer geworden ist. Ja, das ist so teuer, dass du kommst mit Minus nach Hause. Und das mit ein Minus geht ja im Monat, aber nicht drei. Und darum, also tatsächlich, und deshalb, also 6% die Diäten erhöhen, finde ich auch heftig. Aber das Schlimme ist ja auch, dass diese ganze Ungerechtigkeit und dieses Bashen des Gegenübers, das nimmt ja auch
Es gibt ja so wenig Argumente, es ist ja, weil das eben rechts ist. Also das ist alles rechts und das ist rechts ist gleich Nazi und ist gleich rechtsradikal, hatten wir ja auch schon. Da habe ich gestern einen total infantilen, absurden Werbespot gesehen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist von gar keiner Partei gewesen, von irgendeiner Initiative. Da sitzen lauter erwachsene Menschen in einem Raum und putzen sich die Zähne. Und warum machen sie das? Fragt sich, warum putzen die sich jetzt alle die Zähne? Und dann sagt eine, wählen ist wie Zähne putzen. Wenn man es lässt, wird's braun. Es ist etwas für diese Menschen, für die an der Sauna steht, ich funktioniere heute nicht. Ich mache heute Pause statt kaputt. Das ist nicht, es ist, also ja. Hast du den Dönerspot gesehen? Ja. Das ist, für wie blöd halten die uns? Da stehen die an dem Dönerstand und dann kommt diese Heulsuse ins Bild und sagt, man kann nicht mal mehr einen Döner essen, ohne auf die Fresse zu bekommen. Wer soll das glauben? Wer glaubt das? Keiner. Das glaubt keiner. Kein Mensch auf der Welt glaubt das. Die sind so weit weg von der Realität, das ist wirklich peinlich. Hochgradigst peinlich. Wir müssen ja jetzt langsam irgendwie zum Schluss kommen. Ich würde jetzt mal eine Frage an dich richten. Bitte. Glaubst du, das ist ja die Frage, die ich mich immer stelle. Glaubst du, wir sind jetzt Oma und Opa von früher, die die Welt nicht mehr verstehen und sich darüber aufregen? Oder glaubst du, also das ist tatsächlich wirklich ein Gedanke, den ich habe. Verstehen wir das nicht mehr? Begreifen wir das nicht mehr? Oder sind wir die, die immer nur meckern und nie zufrieden sind, so die alten weißen Männer? Oder ist es wirklich so durchgescheppert? Wenn es wirklich so durchgescheppert ist, jetzt mache ich mal einen Nazi-Vergleich, dann ist es ja tatsächlich so, wie es früher war, dass da alle irgendwie durchgeknallt sind und so Ideologen sich an die Macht putschen, und völlig kranker Zeitgeist und Wohlstandsverwahrlosung, ideologisch Orwell. Also das leben wir so in so einer Zeit? Gibt es diese Gefahr wirklich? Oder sind wir beiden einfach nur zu alt, um dem Ganzen gelassen genug entgegenzugehen? Ich habe viel Kontakt zu jungen Leuten, Generation Z, nicht nur hier bei uns in der Redaktion, sondern auch meine eigenen Kinder und so. Und ich sage dir eins, wir leben in einer extrem gefährlichen Zeit, weil wir regiert werden von Menschen, die einer Ideologie folgen und absolut kein Wissen haben außer diese Ideologie. Sie wollen uns normale Menschen mit unserer normalen Freiheit definitiv vernichten. Um sie rum sind Leute wie Herr Scholz oder Herr Lindner oder so, die Angst haben, sich der Wahrheit zu stellen und die Angst haben, diese Menschen auszugrenzen, die sie unter Druck setzen. Wir leben in einer Shitstorm-Angstgesellschaft. Wir haben Angst vor einem Shitstorm, der scheißegal ist. Ich habe mehrere Shitstorme in verschiedenen Dimensionen erlebt. Ich lebe noch und es ist mir scheißegal. Und was aber passiert ist, die Menschen haben Angst. Medienüberfluss macht den Leuten Angst. Dieses Verfügbarkeit im Internet macht den Leuten Angst. Jeder hat Geheimnisse. Er hat Angst, dass sie rauskommen. Das ist das Problem. Angst regiert diese Welt. Wir leben in einer Zeit, die so gefährlich ist, wie kurz vor 33, weil eine Horde von absolut Gehirn ausgeschalteten, Demokratie ausgeschalteten, Gerechtigkeit ausgeschalteten Ideologie unterwegs sind, die uns überrennen wollen. Und die alle werden bezahlt von einer Truppe, von einer wahnwitzigen Truppe, die Weltwirtschaft Umschwung herbeiführen will, um danach dann wieder davon zu profitieren. Früher hat man gesagt, wir machen Krieg und dann bauen wir das Land wieder auf und verdienen dann. Krieg kostet Geld, können wir anderen Leuten berechnen und danach bauen wir die ganze Scheiße wieder auf. Heute ist das so, das siehst du zum Beispiel darin, ist gerade gestern wieder rausgekommen, die deutschen Klimakleber waren voll bezahlt. Die haben erstens
haben sie Gehalt bekommen, 1300 Euro. Zweitens wurde ihnen die Krankenkasse bezahlt. Jetzt wird es nicht mehr bezahlt, weil sie haben nämlich in Deutschland, wie immer in Deutschland, wir müssen es ja alles besser machen als der Rest der Welt. Wir müssen ja lauter sein und gründlicher sein. Und deswegen sind unsere dummen kleinen Klimakleberkinder leider zu weit gegangen. Sie haben, sind in Flughäfen eingedrungen. Sie haben Menschenleben riskiert und das kostet plötzlich ganz viel Geld. Und diese Climate Extinction, bla bla bla, Dings da in New York, diese Vereinigung, dieser Fonds, Extinction Rebellion oder? Nein, die gehören auch, Extinction Rebellion gehört mit dazu. Das ist der Climate Execution Fonds oder irgendwie sowas alles. Auf jeden Fall, die haben das ja immer alles bezahlt. Jetzt bezahlen sie es nicht mehr, weil es nämlich jetzt richtig viel Geld kostet, richtig viel Geld. Und seitdem ist Schluss mit den Klimakleber. Aber die kriegen das ist ja interessant, die haben doch bekannt gegeben, sie hätten eine neue Strategie. Bullshit. Sie haben keine Kohle mehr. Sie können nicht mehr. Sie kriegen kein Geld mehr. Die haben das alles gemacht. Das sind gekaufte Statisten gewesen. Und das zeigt ja schon, wie verlogen und wie gestrickt die Welt ist. Keine Leistung bringen. Sich bezahlen lassen von anderen Leuten. Hier Bürgergeld und alles, was dazugehört. Abkassieren bis zum geht nichts mehr. Diäten erhöhen. Abkassieren. Nicht arbeiten. Keine Leistung bringen und labern. Das ist die Generation. Und wir sind absolut im Recht, was wir sagen. Wir, normalerweise sollte man auf die, und das meine ich nicht uns beide mit, sondern überhaupt die Menschen, die sich auskennen, die gearbeitet haben, die Erfahrung haben, auf die sollte man hören, weil die sind nämlich die weisen älteren Menschen. Das gilt für Männer, aber gilt ganz genauso wie Frauen. Die Weisen, die was geleistet haben. Und da gibt es genug von in Deutschland. Es gibt ganz, ganz viele Frauen und Männer in Führungspositionen, die richtig was leisten und die was wissen. Alle die wenden sich mit Grausen ab von diesen Pfeifen, die probieren, ihre Ideologie in uns reinzuprügeln, die nicht davor zurückschrecken, die Demokratie wegzustecken und alles wegzustecken, weil sie behaupten, auf der richtigen Seite zu sein. Und das ist eine ganz gefährliche Zeit und ich bin mir ganz 100% sicher, 100% sicher, wir sind keine frustrierten alten Säcke, die nicht die junge, moderne Welt verstehen. Die junge, moderne Welt leistet ja gar nichts. Was leistet die denn? Was bringt denn die junge, moderne Welt an Einkommen rein? Was bringen die an Innovation rein? Welche Innovation aus den letzten Jahren, die groß gefeiert wird, E-Mobilität, Windräder, Solar, was von denen ist denn wirklich durchdacht und sinnvoll und hat mehr Bestand als kurzfristig? Gar nichts. Sie haben ja nicht mal die verfickten Batterien, um diese Autos aufzuladen. Diese Autos, die du kaufst, haben nach 20 Jahren oder nach 12 Jahren eine kaputte Batterie. Das kostet 20.000 Euro. Du bist pleite, wenn der Wagen nicht mehr fährt. Dann musst du eine Batterie austauschen. Das ist so viel wie ein komplettes neues Auto zu kaufen, kostet das. Die Energie ist nicht da. In einer Straße in Hamburg kannst du genau 3 Wallboxen anbringen. Die anderen Leute können nichts. Es ist Quatsch. Elektromobilität ist eine schöne Sache. Geil, mal fahren, schnell. Aber wirtschaftlich, Lebensrettungsmaßnahme, Bullshit, die ganze CO2-Geschichte, Bullshit, Plastik überall, Plastik im Meer, das ist unser Thema. Plastik, zum Beispiel der Abrieb von den Windrädern, verseucht die ganzen Felder drumherum, das ist unser Thema. Es gibt so viele richtig wichtige, gute Themen. Und leider wissen das nur Menschen, die ein bisschen gebildet sind. Ich weiß das auch nicht, ich bin auch ein Vollpfosten, ich lese mir auch nur die Sachen an, aber ich lese wenigstens alle Seiten und probiere dann, mir Gedanken darüber zu machen. Wir leben in einer Welt und wir müssen unsere Kinder retten vor diesen Wahnsinnigen da oben in Berlin zurzeit. Wir müssen unsere Kinder retten, denn eines Tages werden unsere Enkelkinder uns fragen, warum hast du nichts getan? Da bin ich 100% von überzeugt. Ah ja, das ist interessant. Das ist ein schönes Schlusswort. Es ist 11 Uhr. Es tut mir leid. Kein Problem. Das ist doch toll. Toll. Dann haben wir das geklärt. Ja. Dann würde ich sagen, hast du noch einen Buchtipp? Also ich habe keinen. Du hast doch einen Late-Night-Tipp. Also. Ich habe einen Late-Night-Tipp. Ja. Werktags zwischen 22 und 23 Uhr könnt ihr auf YouTube gehen und könnt euch dort anhören, was bei Bob's Late-Night passiert. Da sitzen nämlich meine Frau und ich nebeneinander, die gestern sich gerade Gedanken gemacht haben, wie sie das alles besser machen können. Und probieren einfach über aktuelle Themen zu sprechen und Sachen auch mal von der anderen Seite zu betrachten und eine männliche und weibliche Rolle reinzubringen und ein bisschen Freude und Glück zu verbreiten. Und Mieps ist da. Miepsi ist auch da. Mieps ist auch immer. Mieps schläft immer neben uns und manchmal ist sie auch on camera. Ja, Mieps. Und wenn jemand wissen möchte, was Mieps ist, wochentags 22 Uhr, das ist dann Mieps. Und Familie Brandt. Genau. Ja, ich danke dir. Wir fahren jetzt nach Leipzig. Nach Leipzig. Von Herzogenaurach, wo wir gestern eine fantastische Gala hatten, nach Leipzig. Und ich freue mich sehr auf den heutigen Abend. Und die Fahrt auch ist heute nur kurz, 3 Stunden. Dann, das ist ja zu machen. Und da freue ich mich drauf. Und bin dann, also mit meiner Sendung dann Sonntagabend. Was habe ich gesagt? Sonntagabend, ja. Sonntagabend. So 2015, dann werde ich online gehen. Bob's Late Night ist live dabei, wenn du auftrittst. Ganz sicher. Da freue ich mich. Ja. Alles Liebe. Tschüss.
Jetzt aber hurtig ausgecheckt.